Willkommen bei Meyers TV. Jetzt das Thema Rechte, die dem Menschen als Menschen zustehen. Wenn der Staat unschuldige opfert, zum Beispiel Terroristen haben ein mit 120 Passagieren besetztes Flugzeug entführt und rasen auf ein Großstadtzentrum zu, darf in der Situation die Bundeswehr das Flugzeug abschießen? Wenige zum Wohl der Mehrheit. Okay. Muss man sich überlegen, wir hatten das ja schon gehabt, World Trade Center. Da wurde aber nicht abgeschossen. Aber es gibt ja, wie gesagt, Menschen, also Menschenrechte und die Menschen auch zustehen. Es gab schon verschiedene Erklärungen, zum Beispiel 1789, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Die durch verschiedene, ja, Staaten in den USA entstanden sind. Und dann gab es die Vereinigten Nationen, die das heutige Menschenrechtssystem und Menschengesetze erstellt haben. Das war 1948. Das ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen. Die wurden quasi mit dem Europarat dann irgendwann noch abgesegnet, noch zusätzlich um 1950. Das ist die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten. Dann zu 1976 hatten nochmal die Vereinigten Nationen sich eingesetzt mit dem Weltpakte über bürgerliche und politische Rechte und übte wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte aus. Sie gelten. Die Menschenrechte habe ich ja schon was auf meinem Kanal, deswegen brauche ich dazu nichts sagen. Aber A. Punkt. Sie sind universell. Sie gelten für alle Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer Rasse und ihrer gesellschaftlichen Stellung. B. Sie sind individuell. Die einzelne Person ist Träger dieser Rechte. Sie ergeben sich aus der Wesensnatur des Menschen und sind unveräußerlich, also unveränderbar. Sie schützen das Individuum, also sich selbst und jeden anderen Menschen auch, gegen Zugriffe des Staates. Warum wehren wir uns nicht gegen die Corona-Politik? Weil Grundgesetz gibt es ja nicht mehr. Also gibt es auch nicht mehr irgendwelche Sachen. Also, Individuen. Es muss, also er muss sie respektieren und garantieren. Bedeutet, dass die Menschenrechte für alle gelten, bis auf ein oder zwei Länder in der ganzen Welt. Das muss wirklich beachtet werden. Eine lange Folge wird es nicht. Ja, ist schon schwierig mit den Menschenrechten. Weil es gibt Länder, die haben Menschenrechte, da werden sie aber nicht eingehalten. Bei einem Verstoß gegen die Grundrechte ist es immer schwierig. In Deutschland ist es so, dass das von der Bundesregierung geplante Luftsicherungsgesetz bei den Flugzeugsachen es erlaubte, entführte Flugzeuge abzuschießen, die das Leben von Menschen am Boden bedrohen. Das Bundes Verfassungsgericht erklärte das Gesetz als verfassungswidrig, weil es sind Menschen quasi, ja, Menschen werden ja dafür geopfert. In der USA ist es zum Beispiel so, wenige werden geopfert für die Mehrheit, damit die Mehrheit überlebt. Wurde aber auch schon gekippt. Es ist nicht immer so. In Deutschland ist es dementsprechend nicht so, weil hier die Menschenrechte, auch wenn sie jetzt dermaßen gebrochen werden durch Corona, noch in dieser Sache gut angewendet werden. Googelt einmal mal Menschenrechte, also allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, und dann werdet ihr alle Menschenrechte finden oder schaut auf meinen Kanal. Ja, bis dann, noch viel Spaß und tschüss.